Marcel Sieberg packt sein Rennrad ein für die kommenden Höhepunkte im Sportkalender. Für den Profi mit Wohnsitz in Bocholt geht es zuerst zur Tour de France und nur 6 Tage nach der Rundfahrt heißt es für ihn Olympia 2012 in London. Der 30-Jährige zu seinen Aufgaben bei der Frankreich-Rundfahrt und in London. Bei der Tour habe ich halt mehrere Aufgaben, das heißt bei den Sprintankünften halt den Sprinter in Position zu fahren oder den Zug auch in Schwung zu bringen. Und bei den Bergetappen halt unseren Gesamtfahrer da halt auch in Position und aus dem Wind zu halten, solange es geht. Dadurch, dass ich halt nicht der Bergfahrer bin, gibt es da bessere, die im Hochgebirge ihnen helfen können. Olympia, da haben wir auch mit dem André Greipel, der letztes Jahr bei der WM Dritter geworden ist, einen Kapitän. Und ich denke schon, dass wir halt auch dadurch, dass wir halt nur mit 5 Mann im Team sind, halt alles halt auf dem André Greipel ausrichten. Als Profiradfahrer geht Sieberg jeden Morgen zum Training, so wie andere zur Arbeit. Zusätzlich zu den großen Rundfahrten nimmt der Profi auch an kleineren Rennen teil, wie beispielsweise beim Bocholter rund um den Gaskessel. Was ist für den 30-Jährigen wichtiger, Tour oder Olympia? Ja, das ist doof. Ist halt ein bisschen, dass Olympia so früh für uns ist, quasi 6 Tage nach der Tour de France. Aber jetzt ist erstmal der Hauptaugenmerk auf die Tour de France, das größte Radrennen der Welt. Und da haben halt gute Chancen, eine Etappe zu gewinnen, auch in der Gesamtwertung, sag ich mal, die Top 5 anzupeilen mit unserem Jürgen van den Broek. Sieberg steht, wie eingangs bereits beschrieben, meist nicht im Rampenlicht. In seinem Team Lotto Bellisol erfüllt er Helferdienste für die Sprinter und Klassementfahrer. Und auch bei Olympia ist er als Anfahrer eingeplant. Sein wohl größter Erfolg 2007 wurde er als aktivster Fahrer der Tour ausgezeichnet. Aber was Erfolge angeht, ist Sieberg Teamplayer. Wenn André eine Etappe gewinnt, dann ist das quasi für mich so wie, ja, hört sich jetzt blöd an, aber als ob ich auch die Etappe gewonnen hätte. Ja, bringt ja keinem was, wenn ich halt Dritter, Vierter, Fünfter werde, wenn André gewinnen kann. Und deswegen, ja, Radsport ist halt eine Teamsportart und da muss halt alles perfekt laufen. Und ist halt so der professionelle Radsport, dass halt immer mehr mit Sprintzügen gearbeitet wird und wenn da jetzt einer querschießen würde und so, dann hat das ganze Team keine Chance mehr.